Ja, was ist das Kriterium für einen guten Geschäftspartner? Sprich, welche Dienstleistungen wähle ich mit, ne, die es zu promoten gilt, die ich gut finde? Tatsächlich ist es eine längere Vita. Also ich möchte gerne sehen, dass jemand sich schon lange mit der Thematik beschäftigt. Das zeigt auch etwas, dass er stet ist. Das mag ich, weil ich weiß, umso länger man sich einer Thematik verschrieben hat, umso mehr es sind dort auch alle Fragen schon mal beantwortet worden, die kamen schon mal vor. Man kann wie aus der Kanone die Dinge herausschießen. Und ja, es muss auch matchen in dem Zuge, dass es kein Räuber und Gendarm ist. Ich mag es, wenn die Leute fair, also wirklich Tendenz, absolute faires Pricing haben, also ne, fair für den Kunden, fair für den Vertrieb, auch fair für sich. Einfach, dass wirklich dort fair alles ist und nicht irgendwo die Peak ist auf, Mensch, der Vertrieb muss Geld verdienen oder sowas. Das höre ich eher tendenziell ungerne. Ne. Tatsächlich ist es mir lieber irgendwo, dass dann die Peak irgendwo Richtung Kundennutzen ist. Da habe ich schon viele, viele Dienstleistungen, viele Firmen gesehen, wo das nicht der Fall ist. Mag ich nicht. Ne. Ja, ansonsten die Dienstleistungen, die ich gerne empfehle, die Geschäftspartner, mit denen mache ich seit vielen Jahren zusammen Geschäfte. Wir sind mehr oder minder als Unternehmer zusammen erwachsen geworden. Und bei denen weiß ich, was ich habe, von denen und die wiederum von mir. Wir sind ein eingespieltes Team. Die wissen auch, wenn der Christen dreimal klingelt, oh, dann habe ich hoffentlich lieber nichts vergessen, ne? Oder irgendwas verdattelt. Oder, aber im Umkehrschluss bedeutet es auch, dass wenn ich anrufe, ne, wir haben ja einen gemeinsamen Geschäftsprofil. Ne? Du weißt, das sind meine Empfehlungen, die sollen mit dem höchsten Gut bearbeitet werden. Schau nochmal, dass du noch ein bisschen spurtelst. Ne? Genau, aber das machen wir alles mit Witz, mit guter Laune und genau so ist das. Ja, und wer sich gerne dort als neuer Dienstleister irgendwo sich mir vorstellen möchte und sagt, Mensch, Hannes, ich würde gern mit reinkommen in das Buffet. Ja, dann einfach bei mir melden. Wir schauen an, ob wir zusammen matchen. Ich bin da total offen für die Dinge. Bin ist eh eine Grundfähigkeit von mir, die unbändige Neugierde. Ne? Und wenn es nicht matchen sollte, kenne ich aber auch andere Leute wie mich, die gerade ihre Dienstleistungsnetzwerke aufbauen. Dann findet vielleicht dort eine Schnittstelle. Ja, findet vielleicht die Schnittstelle dorthin und so weiter. Da bin ich auch total entspannt. Kein Problem.